Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. Wir haben gerade Jill kennengelernt. Schauen wir doch mal, was sie uns zu erzählen hat. Was zur Hölle? So, du hast es also herausgefunden, ha? Huh? Na und? Was wirst du jetzt tun? Oh mein Gott. Sie ist so überdreht. Ich bin der ultimative mörderische Feind, Jack. Oder besser noch, lass uns lieber Jill sagen. Was ist das? Toko, was ist mit dir geschehen? Nicht Toko, das ist der Name eines Losers. Und was geschehen ist, ist eine gespaltene Persönlichkeit, wie aus dem Lehrbuch habe ich. Was? Wie kann das denn sein? Eben hat sie nur 3 Sekunden was gesagt und die 2 Sätze ausgedrückt. Okay, egal. Ja, und was ist, wenn nun mal einer von ihnen ein Serienkiller ist? Man sollte diese kleinen Fehler verzeihen. Oh mein Gott. Sie ist so intensiv. Ja, wie sie schon sagen. Mörderisches Bewusstsein, mörderischer Körper. Diese hier ist anders als die, die wir kennengelernt haben. Tja, die Welt hat eine Vorder- und eine Rückseite, wisst ihr? So wie jedes Inning. Was ist ein Inning? Hat das nicht irgendwas mit dem Baseballsport oder so zu tun? Ich guck mal ganz kurz. Also ist ja eigentlich auch nur als Metapher gemeint, aber trotzdem, sowas interessiert mich dann doch immer. Oh wow, ein Inning. Ja, ich glaube, es ist aber gemeint. Zumindest wird mir hier angezeigt, ein Inning. Ich glaube, das ist aus dem Baseball. Ein Oben und ein Unten hat oder wie in den Tiefen jeder Wahrheit eine kleine Lüge lebt. Oh mein Gott, hinter jeder dunklen Seele lebt eine andere, die scheint so hell wie die Sonne. Das ist also der mörderische Feind Jack? Das ist ja total verrückt. Miss Jack, Jill, kann ich mal etwas fragen? Was denn? Oh nein, ich habe es mir immer noch nicht aufgeschrieben, was ich sagen soll. Scheiße, für Mastermind. Deswegen sage ich jetzt Mastermind, okay? Ich weiß, dass ich es mir noch aufschreiben muss. Ich mach's noch. Manche von uns denken, dass du vielleicht der Mastermind bist hinter dieser ganzen Situation. Was hältst du davon? Tja, ich werde es euch sagen. Ich bin der Mastermind aller Masterminds. Nein, Scherz. Also ist es nicht wahr? Natürlich ist das nicht wahr. Wie könnt ihr es wagen, mich in Verbindung zu bringen mit dieser gruseligen Tante hier? Und noch etwas, die Polizei und die Regierung und die Gesellschaft in der Außenwelt haben keinerlei Macht. Ich meine, sie haben diesen idiotischen, blutrünstigen Verrückten losgelassen auf die Stadt. Ja, natürlich. Ich bin eine blutdürstige Verrückte. Aber das Leben ist Schmerz, richtig? Zu leben bedeutet, andere Menschen zu verletzen. Es ist ein notwendiges Übel, wenn du überleben willst. Der Akt des Lebens selbst verursacht doch Schmerzen bei jedem anderen. Nur ein Witz. Das sollte ausreichen, um dich zu überzeugen. Dieser mörderische Feind ist verantwortlich für Chihiros Tod. Es gibt ganz klar ein Motiv, also gibt es keine Zweifel. Ein Motiv?
Weißt du noch, was Monokuma uns sagte? Ach, stimmt. Wenn jemand nicht innerhalb von 24 Stunden einen Mord begeht und seinen Abschluss macht, würde eine peinliche Erinnerung oder ein Geheimnis mitgeteilt werden. Tja, gehen wir davon aus, dass Tokos Geheimnis Jack betraf. Wenn so ein Geheimnis ans Licht gekommen wäre, dann wäre Tokos Leben ohne Zweifel für immer ruiniert gewesen. Sie hatte also ein ganz klares Motiv, warum sie nicht wollte, dass diese Seite von ihr, ja, aufgedeckt wird. Interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Aber tut mir leid, es tut mir zwar sehr leid, das zugeben zu müssen, aber ich bin nicht der Bösewicht. Hä? Aber ich kann mir niemand anderen vorstellen, der jemand anderen auf so eine bizarre Art und Weise umbringen würde. Mag sein, aber trotzdem, es ist die Wahrheit. Und du glaubst wirklich, dass wir dir glauben? Ja, genau. Ich könnte niemals ein Wort von dem glauben, was du sagst, du Monster. Vielleicht hat sie damit recht, aber irgendetwas stört mich. Was sie gesagt hat, ich brauche ein paar mehr Details. Wieso? Was? Oh, was ist jetzt los? Make your argument. Okay, der... Ja, der tote Körper, okay. Scheiße! Sekunde, ich muss noch mal kurz nachgucken, aber ich hab's doch richtig gemacht, ne? X ist doch zum... Ja, aber ich hab daneben getroffen, das ist das Problem. Okay. Ah, verflixt. Ja, ich weiß. Ich weiß ja, was ich treffen muss, aber ich muss es halt treffen. Ich muss die Zeit einfach anhalten. Ich bin da immer zu knauserig, das zu benutzen, aber es ist völlig egal. Es ist ja kein Problem, das zu benutzen. Okay. Jetzt gleich. Komm schon. Oh. Sehr gut. Genau. Ist die Durchführung des Mordes wirklich die gleiche? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, zwischen den Jack-Fällen und diesem gibt es einen kleinen Unterschied. Hä? Worin unterscheidet es sich denn? Du weißt es nicht? Dann, menschlicher Müll, lass es mich dir erzählen. Sie sagt es, das ist ja praktisch. Ich morde mit Leidenschaft und Überzeugung. Ich sehe mich als Profi an und ich habe eine sehr spezielle Art und Weise, meine Dinge zu erledigen. Stell dir vor, du gehst in ein schickes italienisches Restaurant. Sie sind dann sehr genau, was die Nudeln, die Soße und alles anbelangt. Aber was mit Chihiro geschehen ist? Hä? Das wäre, als wenn das gleiche italienische Restaurant plötzlich Ragu oder Chef Boyardee benutzt, was auch immer das ist. Das ist keine Kreation von mir. Okay, lass mich das nochmal formulieren, auf eine Art und Weise, die vielleicht mehr Sinn ergibt. Es
Es gibt zwei klare Unterschiede zwischen den Jack-Fällen und diesen. Eine oder zwei? Jetzt habe ich zu schnell gelesen. Ah ja, ist egal. Okay, wenn man sich die Fotos der anderen Jack-Fälle anschaut und dann das Genick und den Bauch anschaut. Ja, auf jeden Fall die tödlichen Wunden. Klar, ja, die sind anders. Also erst einmal ist der Grund des Todes anders. Genau, ja. In den Jack-Morden wurden alle Opfer auf dieselbe Art und Weise getötet. Gemäß der Akten wurden sie scheinbar alle mit einer Schere getötet. Oder mehreren. Aber Chihiro starb an einem Schlag auf den Kopf, richtig? Oh ja, das ist auf jeden Fall anders als bei den anderen Morden. Wäre es nicht ein bisschen seltsam, wenn jemand, der immer auf die gleiche Art und Weise tötet, plötzlich seine Methode ändert? Und es gibt ein weiteres konfliktives Detail. Richtig, in meinem Rezept für Mord, wenn die blutige Nachricht die Tortellini sind. Oh Gott, wäre das Aufbahren des Körpers die Pesto-Soße? Oh, könntest du bitte aufhören, Leute umzubringen, mit Kochen zu vergleichen? Du willst also sagen, dass der andere Unterschied darin besteht, wie der Körper aufgebahrt wurde? Richtig, der zweite Unterschied. Mhm, alle wurden durch ihre Hände, stimmt, die Scheren gingen durch die Hände und so wurden sie aufgehängt. Genau, was genutzt wurde, um sie aufzuhängen, war was anderes. Genau, nämlich das Verlängerungskabel. Erinnert ihr euch, was der Killer... Oh, Entschuldigung. Benutzt hat, um sie aufzuhängen? Sie haben so eine Art Seil benutzt, um sie an ihren Handgelenken aufzuhängen. Und worauf willst du hinaus? Naja, in allen vorherigen Jack-Fällen wurde etwas anderes benutzt, um sie aufzuhängen. Nämlich Rasiermesser, scharfe Scheren. Und rate mal was, ich habe meine eigenen, speziell für diesen Anlass designten Scheren benutzt. Für die Morde und das Dekorieren der Tatorte. Wie ich schon sagte, ich bin ein Profi und deswegen bin ich auch sehr genau, was die Werkzeuge anbelangt, die ich benutze. Und wisst ihr was noch? Big Mac hier meint, es gibt zwei Unterschiede, aber er liegt falsch. Big Mac, meinst du mich? Hör zu, Big Mac, es gibt eigentlich einen weiteren Unterschied. Huh? Ja, hast du es denn nicht bemerkt? Schau dir mal an, wer die Opfer waren in jedem einzelnen Jack-Fall. Es gibt da ein Muster, das du nur entdecken musst. Ein Muster? Finde es heraus und es wird offensichtlich werden, warum ich auf keinen Fall dieses kleine Mädchen getötet haben könnte. Lass mal schauen. Es gab also ein Muster, was die Opfer von Jack betraf und Chihiro passte da nicht rein? Wenn ich mir die Namen aller Opfer anschaue, was ich dann bemerke ist, weil sie ein Mädchen war. Einfach weil die anderen Antwortmöglichkeiten keinen Sinn ergeben, ehrlich gesagt. Liegt es daran, weil Chihiro ein Mädchen war? Bingo, richtig, du hast ganz recht. Wovon redest du da? In allen Jack-Fällen hatten alle Opfer etwas miteinander gemein. K-
Ken, Tetsuhiro, Shoji, Kano, Takeshi, Komatsuna, Takefumi, Ushida, Takeshi, Yuto. Es waren alles Typen. Richtig, die Menschen, die ich getötet habe mit so viel Leidenschaft und Überzeugungskraft, sind alles süße kleine Männer. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich es gesagt habe. Es ist so peinlich. Was zur Hölle ist nur falsch mit dir, ey? Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin einfach so ein Jungs-Fangirl. Und die Mopi-Seite an mir hasst es. Mopi, ich nehme an, sie meint ihre schlecht gelaunte und ernste Seite. Ich kann einmal gucken, aber ich glaube, das gibt's nicht. Ich guck mal, ob es Mope gibt. Trübselig, ja doch, das passt. Also ihre andere Persönlichkeit. Ihre Toko-Persönlichkeit. Aber nun bin ich auf der Überholspur, um eine vollwertige Fan-Madam zu werden. Und da Chihiro ein Mädchen war und nicht ein süßer kleiner Mann, hattest du nicht vor, sie zu töten? Würde ein italienischer Chef plötzlich anfangen, Ramen zuzubereiten, nur weil es beides Nudeln sind? Sei doch nicht blöd. Ich bin zu sehr voller Leidenschaft, um diese Linie zu übertreten. Das ist die absolute Realität des Einmaligen, des Einzigen. Wir verstehen schon. Du hast ganz klar erläutert, wie dein Hobby und deine Philosophie ausschaut. Aber das ist nicht alles. Es ist plötzlich etwas ganz anderes, wenn du gezwungen bist zu töten, um zu überleben. Halt die Klappe! Scheiße, ich dachte, ich könnte das mal übergehen. Also du Niederer... Boah, das ist noch niemals im Wörterbuch. Oh doch, Köter! Ah, geil! Okay, du niederer Köter. Ich würde nie aus so einem niederen Grund töten wie überleben. Und wenn ich aus irgendeiner Laune heraus töten würde, um zu überleben. Aber wirklich, da hat sie total recht. Wieso sollte ich dann eine Nachricht hinterlassen und auch den Körper so aufbahren? Das würde mich ja zum offensichtlichen Täter machen. Also zum Verdächtigen. Das ergibt schon Sinn. Außerdem, was auch immer ich für einen Grund haben könnte zu töten, ich würde niemals ohne meine geliebten Scheren arbeiten. Wer würde denn seine Methode ändern, nur um eine große, blöde, schwere Hantel zu benutzen? Vielleicht hast du die Hantel benutzt, weil du keine Scheren in der Schule finden konntest? Keine Scheren? Ja, okay, das passt jetzt in der Übersetzung so nicht. Ich benutze nicht irgendwelche Scheren. Ich benutze nur mein eigenes Set an Scheren. Okay, was auch immer. Aber es gibt keine in der Schule. Bist du dir da sicher? Sie hat ja sogar ihre eigenen. Oh, sie ist voll ausgerüstet. Richtig, daher kann ich überall und jederzeit töten. Wieso sollte ich Hanteln oder Seile nehmen, wenn ich hier meine geliebten und vertrauenswürdigen Scheren habe? Los, sagt mir, dass ich falsch liege. Aber das könnt ihr nicht, nicht wahr? Ihr Hunde, ihr. Ich guck mal kurz, was Gutter ist. Das gibt's bestimmt, oder? Komm schon, Wörterbuch. Ihr Rindstein. Ah, ihr Gossenhunde. Gossenhunde.
Mal davon abgesehen, ich habe keine Ahnung, wie man einen richtigen Knoten bindet mit einem Seil. Also kommt ein Seil sowieso gar nicht in Frage. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier los ist. Könnte so ein Bösewicht wirklich unschuldig sein? Aber der Körper wurde wirklich aufgehängt, richtig? Und keiner außer der Polizei wusste doch davon. Genau, das war doch genau der Grund, warum wir herausgefunden hatten, dass das der echte Jack sein muss und nicht irgendein Nachahmer. Momentchen mal, eigentlich gab es eine Person. Eine Person, die Jack kopiert haben könnte. Stimmt. Jetzt, wo er das sagt. Er kennt sich sehr gut damit aus. Das ist aber jetzt eine gefährliche... Byakuya, es ist möglich, dass du es herausgefunden hast, richtig? Dir war es möglich, geheime Regierungsdokumente und interne Polizeiakten zu lesen. Außerdem hattest du dir die Jack-Akten schon angeschaut, bevor das alles geschehen war, richtig? Willst du damit sagen, Mr. Tokami war es? Dann war der Grund, warum er auf der Theorie von Jack als Killer so sehr bestanden hat, weil er die Schuld auf sie schieben wollte. Deswegen hat er die Szene neu hergerichtet, um dem Ganzen meinen Stempel aufzudrücken. Oh, der süße Mann mit der Brille war es letztendlich gewesen. Oh, ich bin... mich verzehrt die Leidenschaft. Also, Byakuya, was ist deine Antwort? Verstehe, nun fällt der Verdacht also auf mich. Dann muss ich fragen, wann denkst du, begann ich mich verdächtig zu verhalten? Dazu musst du doch eine Antwort haben. Wenn ich jetzt zurückblicke und darüber nachdenke, wie du dich verhalten hast... Oh. Kurz bevor wir die Leiche entdeckt hatten, war ein bisschen seltsam. Und die Umkleideräume, die sind verdächtig, sehr verdächtig. Stimmst du mir nicht zu? Hä, verdächtig? Es scheint, keiner hat die Umkleideräume durchsucht. Lass uns mit dem Umkleideraum der Mädchen beginnen. Du wolltest zuerst in den Umkleideraum der Mädchen, richtig? Aber du bist ein Typ. Ich hätte natürlicherweise zuerst an den Umkleideraum der Jungs denken müssen, richtig? Ist es das, was du sagen willst? Das Opfer war Chihiro, ein Mädchen. Deswegen meinte ich, wir müssen erst im Mädchenumkleideraum nachschauen. Daran ist nichts seltsam, würde ich sagen. Ich widerspreche. Daran ist etwas sehr seltsam. Okay, und was ist daran so seltsam? Los! Teile es mit dem Rest der Klasse. Aber auf jeden Fall. Hä? Ach so. Erklär mir nochmal. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder sowas auswählen. Truth Flashback. Aha. Okay. Ah! Ich muss die einsammeln quasi erstmal, um die dann als Munition zu haben gegen eine andere Aussage. Oh, Jemine. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, das kriegen wir schon hin. Bla-bla-bla-bla. Also, ich sammle das. Ich sauge es ein und dann benutze ich es. Na, hoffentlich kriege ich das hin. Schauen wir mal. Monokuma-Pfeil. Was ist denn in der Monokuma-Pfeil? Darf ich das mal bitte noch mal kurz lesen? Nee, darf ich anscheinend nicht.
Darf ich jetzt nochmal? Halt! Halt! Monokuma Fall 2. Chihiro Fujisaki, ungefähr 2 Uhr nachts. In der Girls Locker Room entdeckt. Okay. Alles klar. Ja, genau. Ach, warte. Ich hätte, glaube ich, das erste schon einsammeln müssen. Nämlich bevor sie die Leiche gefunden haben. Er konnte noch gar nicht wissen, dass das Opfer ein Mädchen war. Okay, ich hab's schon raus. Ich muss nur beim nächsten Mal einsammeln. Und dann schieße ich's da raus. Ja. Okay. Krieg ich hin. Alles klar. Ich sammle es jetzt ein. Mann, du hast dich voll verraten, du böser Mann. Okay. Ja. So. So. Ah, das läuft voll lange durch. Ja, les mal, les. Oh je, treffe ich das? Ja. Ha! Erwischt! Break! Ich werde euch sagen, was daran so seltsam ist. Denn bis wir das Opfer fanden, konnten wir doch gar nicht wissen, wer das Opfer war. Dass du also in die Umkleidekabine der Mädchen wolltest, weil Chihiro das Opfer war, das passt nicht. Verstehe, das ist eine gute Antwort. Ich muss es zugeben. Interessant, sehr interessant, aber trotzdem ist deine Argumentationskette noch zu schwach. Was ist los? War's das schon? Du hast doch sicherlich mehr als das. Los, zeig uns! Hä? Was soll denn Byakuyas Verhalten plötzlich? Es ist, als wenn es ihm egal wäre. Ich habe ihn in die Ecke gedrängt, aber er tut so, als hätte er nichts damit zu tun. Was ist los? Du bist doch nicht schon fertig, oder? Da muss doch noch mehr sein. Da ist... Ich denke... Da ist noch mehr. Denk drüber nach. Na gut, wir denken aber bis zur nächsten Folge von Danganronpa darüber nach. Ich speichere noch schnell. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.